Travelcamp TV auf der ITB 2014. Erste Strandreihe für alle, verspricht eine Hotelkette, die sich hier vorstellt. 39 Euro ist der Grundpreis und David Monte erklärt uns, was man für 39 Euro bekommt in der ersten Strandreihe in Rostock-Warnemünde. Für 39 Euro bekommt man die Möglichkeit, einen wunderschönen Standort zu bereisen. Hier Warnemünde als erstes Resort, was wir am Markt haben. Wir haben ein Haus, ein Resort gestaltet, was eine erste Strandreihe hat. Das heißt, jedes unserer 233 Zimmer hat seitlichen Meerblick, unverbaut über die Düne hinweg auf die weite Ostsee. Und der Gast kann das für 39 Euro pro Person pro Nacht bei uns erleben. Mit der Zahl 39 spielen Sie auf der Messe sehr viel. Also Sie, Ihren Messestand erkennt man zunächst an der 39. Junge Frauen laufen da in Bademänteln rum, fotografieren Polaroids gemeinsam mit potenziellen Gästen. Der etwas andere Messeauftritt für das etwas andere Hotel? Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und vor 2 Jahren waren wir das erste Mal da. Da sah unser Stand noch ganz anders aus. Da war es eine Baustelle. Da haben wir einen Bauwagen mit auf den Stand gebracht, um einfach zu zeigen, under construction, es geht jetzt los. Jetzt haben wir das erste Resort ein Jahr am Markt. Und mit unserem Messestand haben wir die Zahl 39 hervorgehoben, um einfach noch mal zu zeigen, es ist möglich, für diesen sehr attraktiven Kurs, der in unseren Augen für viele Menschen leistbar ist, einen wunderschönen Standort zu bereisen, das Reisen in deutschen Landen leistbar zu machen. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, naja, Hotels, die so auf den Preiskampf gehen, 39 Euro, was werde ich da bekommen? Was für Möbel werden das sein? Sagen Sie, Sie sind zu 90% ausgelastet gewesen im vergangenen Jahr in Rostock-Warnemünde. Das könnten einige wieder sagen, ja, in Warnemünde ist das auch keine Kunst. Aber welche Erfahrung machen Sie, wenn Sie so spitz reingehen in den Markt? Ja, also es liegt uns fern, uns auszuruhen auf irgendwelchen Belegungszahlen und damit möchte ich auch gar nicht irgendwo mir auf die Schulter oder uns auf die Schulter klopfen. Aber diese 90% erreichen wir zum Beispiel auch im Februar. Und dann ist es schon nicht mehr so selbstverständlich, dass man das erreicht. Wir haben damit einfach gezeigt oder wir zeigen, dass wir für 39 Euro ein sehr wertiges Produkt haben. Die Gäste erleben bei uns Qualität. Angefangen vom Mobiliar der Zimmer, was sehr hochwertig ist. Wir haben ein Bettenkonzept, was locker mit jedem 5-Sterne-Hotel mithalten kann. Hohe Einstiegshöhe, Top-Qualität, Boxspringbetten. Wir geben dem Gast einfach für dieses Geld sehr viel. Wir geben dem Gast ein Vollhotel. Bei uns hat er die Möglichkeit, sich rückzuziehen, wie er das gerne möchte, je nach Gusto jeden Tag seinen Urlaub zu gestalten. Als Beispiel sei das Wellness benannt, wo er mit 25 mal 14 Meter eine sehr große Schwimmfläche hat. Also es ist kein kleines Planschbecken. Er hat die Chance, Bahnen zu schwimmen. Genauso wie er im Außenpool bei 31 Grad Wassertemperatur ganzjährig bis zur Promenadenkante schwimmen kann. Und das alles zu fairen Preisen, die sich viele Menschen leisten können. Das heißt, ich zahle den Grundpreis, in dem Fall die 39 Euro. Korrekt. Und das, was ich dann darüber hinaus noch haben möchte, Frühstück, Wellness, buche ich dann dazu. Das ist richtig, ja. Der Gast hat die Möglichkeit, das vorab als Paket schon zu buchen. Dann erhält er eine minimale Preisersparnis. Aber er hat genauso die Möglichkeit, vor Ort tagaktuell zu entscheiden. Schlafe ich heute aus? Passt mir das Frühstück, weil ich Frühaufsteher bin? Je nach Gusto einfach jeden Tag zu entscheiden. Und uns war es wichtig, dass die sogenannten Ups, diese Zusatzpunkte, die er zur Übernachtung buchen kann, ebenfalls sich im fairen Preissegment bewegen. Also wir machen nicht 39 Euro und dann Nebenleistungen zum exorbitanten Preis, sondern faire Preise für den schmalen Geldbeutel. 39 Euro pro Person, nicht pro Zimmer. Ist pro Person, ist korrekt. Ja. Auf der anderen Seite, wie schnell sich die Kundschaft dann an diese Arbeit mit den Karten gewöhnt? Ich habe meine Karte mal dabei, dann geht die Zimmertür auf. Ja. Ich habe die Karte dabei, dann komme ich auch ans Frühstücksbuffet. Irgendwann stehe ich aber mal vor einem geschlossenen Drehkreuz. Was dann? Es bedarf natürlich einer gescheiten Moderation, gar keine Frage. Und wir sind in der glücklichen Position, sehr talentierte, gute Mitarbeiter zu haben, die gerne mit Gästen sprechen, die den Gästen dieses Konzept erklären, was in der Form neu ist. Dass wir das in der Form tun, gab es bis dato so nicht, ist mir nicht bekannt. Aber ich vergleiche unsere 4000 Quadratmeter Wellness immer mit einer Therme. Wenn Sie dort ad hoc von dem Schwimmbereich in den Saunabereich möchten, dann fragt das Drehkreuz Sie auch, möchten Sie oder möchten Sie nicht? Und wenn ja, dann kostet es einen minimalen Preisaufschlag. Und die Gäste akzeptieren das immer mehr. Die Gäste verstehen das Konzept und es gibt jetzt mittlerweile immer mehr AYA-Fans, die dann eben sich mit diesen Karten wunderbar im Haus bewegen. Das ist quasi der Schlüssel für alle Bereiche, je nach Gusto. Manche fragen sich, wer hinter AYA steckt. Es sind einfach nur diese drei Buchstaben, AYA.
kurz und knackig, ah ja, hat historischen Hintergrund aus unserem Unternehmensverbund der deutschen Seereederei, ja durchaus mit touristischem Know-how, stammte auch die AIDA seinerzeit, die heute nicht mehr zu uns gehört. Arosa ist heute unsere große Schwester mit 5-Sterne-Hideaways, Hotels in Sylt, Kitzbühel, Travemünde und Bad Saro. Alles beginnt mit A, endet mit A. Und dann war das irgendwo gesetzt, dass A ja auch mit A anfangen muss, mit A ja enden muss. Und ja ist ein sehr positiv hinterlegter Begriff, den der Mensch im Schnitt 23 Mal am Tag sagt. Positiver Ausruf, zwei Sprechblasen kommunizieren miteinander, lieblich als Herz gestaltet. Und so sind wir A ja geworden und freuen uns, dass es so ist. Es funktioniert wunderbar. Ja. Wie schaffen Sie es, sag ich mal, mit einem so schmalen Budget trotzdem diese Leistung zu bringen, auch mit dieser Ausstattung? Jetzt werden manche sagen, ja, das geht dann zu Kosten der Mitarbeiter. Ja, das muss ich widersprechen. Also wir schaffen das natürlich nicht, wenn das Haus mit 20% Auslastung irgendwo stagniert. Dann wird der Preis nicht zu halten sein. Aber das letzte Jahr hat uns sehr eindrucksvoll gezeigt, dass das Produkt sehr gerne gebucht wird, dass wir mit einer hohen Auslastung eben in der Lage sind, diesen attraktiven Preis unseren Gästen weiterzugeben. Und das ist das, weswegen 39 Euro möglich sind. Was machen Sie anders als andere? Sie haben ja drei Häuser, in denen Sie jetzt arbeiten, nicht nur Warnemünde, beispielsweise auch noch Bad Saro. Das sind ja Urlaubsregionen an der Ostseeküste und dann in der Nähe von Berlin, in Brandenburg. Was machen Sie anders als die anderen? Wir haben, als wir seinerzeit an Überlegungen angestellt haben, was wir eigentlich tun, uns festgelegt, nicht ein weiteres 4-Sterne-Hotel zu sein, wie es vielleicht viele am Markt schon gibt. Wir wollen oder wir sind Gasthaus und kein Wirtshaus. Das heißt, wir haben schon im Vorfeld angefangen, bevor der erste Stein gesetzt wurde, der Grundstein gesetzt wurde in Warnemünde, unsere Gäste zu fragen, was möchtet ihr überhaupt, was möchten sie überhaupt? Das heißt, wir haben sehr viel Studien bemüht mit der Gesellschaft für Konsumforschung, dem Fraunhofer-Institut, Produkt- und Dienstleistungsakzeptanzen. Wie muss die Speisekarte ausschauen? Wie muss das Zimmer eingerichtet sein? Das heißt, unser Haus ist von den Gästen errichtet worden und findet deswegen sehr großen Zuspruch. Und wir machen Urlaub in deutschen Landen leistbar. Deutschland ist ein wunderschönes Reiseland. In unseren Augen ist das bezahlbare Angebot zum Reisen rar. Und wir haben jetzt die erste Strandreihe nicht nur in Warnemünde, sondern in der Folge auch in Grömitz zum Beispiel zu einem bezahlbaren Preis. Erste Strandreihe für alle. Sie können selbst überprüfen, wie das Versprechen eingehalten wird. Recht schönen Dank, David Monte. Viel Erfolg für Sie. Vielen herzlichen Dank Ihnen.